Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play L.A. Noir. Die einzige Folge für heute. Gestern kamen zwei Folgen, Let's Play L.A. Noir und das Let's Rank. Auch morgen kommt nur eine Folge Let's Play L.A. Noir für euch. Ja, bevor wir anfangen, möchte ich verkünden, dass es jetzt 82 Abonnenten sind. Vielen Dank für die neuen Abonnenten. Fürs Abonnieren. Leider kann ich noch nicht sagen, wer es ist namentlich. Es wäre also schön, wenn vielleicht ein Video von mir geteilt werden könnte. Wäre besser für mich, weil ich da mehr Übersicht in der Abonnentenliste habe und auch besser für die Personen, weil ich mehr auf die Kommentare eingehen kann. Beim letzten Mal haben wir uns den Tatort des Falls vom Golden Schmetterling angeschaut mit dem Opfer Deirdre Moller. Sah recht übel aus und wie schon der Name der Folge verrät, gab es einige Ähnlichkeiten zu dem Fall davor mit dem Lippenstiftmörder. Außerdem haben wir ein Straßenverbrechen aufgeklärt und sind jetzt beim Wohnsitz der Mollers, wo wir gleich nochmal die Hinweise uns holen müssen, denn ich habe jetzt nicht nachgestellt, für das wenige wollte ich nicht nachstellen. Und danach müssen wir auf jeden Fall die Michelle Moller verhören. Das ist die Tochter von der toten Deirdre Moller und ihrem Ehemann Hugo Moller. Der ist nämlich gerade nicht zu Hause. Der sucht laut der Aussage der Tochter die Deirdre, warum auch immer, denn er hat sie erst vermisst gemeldet. Aber vielleicht weiß er ja noch nicht, dass sie tot ist. Wir müssen halt jetzt noch kurz das Video hier angucken und da muss ich kurz mir nochmal die drei Hinweise holen, aber das geht ja ganz schnell. Und genau, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Was sie uns erzählen kann und ob der Hugo dann wiederkommt. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? We'll be home soon. He's been out looking for mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler. Can we come in? I suppose so. Thank you. Could you have a seat for me, Michelle? So, jetzt sind wir hier drin. Wir haben jetzt die neue wichtige Person und jetzt hole ich schnell die Hinweise. Ich mache das jetzt ganz schnell. Ganz kurz will ich aber nochmal natürlich, also hier sind ja die Hinweise, hierauf eingehen. Hier liegt ja das Musikinstrument auf dem Boden. Das ist ja kein Hinweis, deswegen nehme ich es jetzt nicht nochmal. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, Gitarre, das war natürlich falsch. Ich habe natürlich eher an eine Geige gedacht, aber irgendwie kam mir dann das Wort nicht. Wollte ich nur kurz erwähnen. Also Geige oder Ukulele, irgend sowas. Genau, so wird schnell die drei Hinweise. Ich schaue jetzt den Rest nicht an, weil der Rest ist ja nicht wichtig. Damit wir dann gleich die zumindest das eine Feuer machen können. Vielleicht zwei, wenn der Hugo wiederkommt. Elgin Wristwatch. Probably the same one snatched from her body. So, da haben wir das erste, was wichtig ist. Und dann noch der fehlende Ring. No sign of a wedding ring. Genau, fehlende Uhr und Ringe, Hinweis aktualisiert. Und dann fehlen noch die Arbeitsschuhe, die haben wir ja hier. Die ja Größe 41 sind, wo ich ja dann schon gesagt habe, ist ein bisschen schlecht. Weil wären ja dann dieselben Größe wie vom Tatort, zumindest wenn sie genauso groß sind wie beim letzten Fall. So, jetzt müssten wir es haben. Ich gucke zur Sicherheit nochmal. Intuition, genau, jetzt haben wir alle Hinweise. Die restlichen nehme ich jetzt bewusst nicht. Das kostet uns nur Zeit und was bei denen kam, was die waren, kann man ja in der letzten Folge nachsehen. Gut, dann wollen wir uns gleich mit der Michelle unterhalten und wie gesagt, wegen Hugo müssen wir da mal schauen. Wir haben an sie ja erstmal drei Fragen. Haben wir hier oben drin bei Personen. Einmal letzter Kontakt mit Opfer, einmal fehlende Uhr und Ringe und einmal Zustand der Ehe der Eltern. Und wie schon mal letztes Mal gesagt, ich hoffe sehr, dass nicht gleich kommt, übrigens deine Mutter ist tot. Könnte nämlich passieren, aber hoffen wir es mal nicht. Schauen wir mal. Is this about Mommy? Daddy is trying to find her. Just tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Oh,
Do you think you could answer a few questions for us? Try. Ich kann es versuchen. Ja, Cole, gerade eben habe ich noch gesagt, ich hoffe, dass das nicht kommt, aber natürlich hat er es sofort gesagt. Ja, die Frage ist halt wegen dem Hugo, also wir wissen vom letzten Mal, dass er, wie gesagt, eine Vermisstenmeldung nach der Deirdre gegeben hat, warum er sie jetzt suchen gegangen ist. Also entweder weiß er noch nicht, dass sie tot ist, oder halt, keine Ahnung, wegen weniger guten Motiven, wie gesagt, wegen der Arbeitsschule und so, aber das wissen wir erst, wenn wir ihn sehen. Okay, wie schaut sie denn gerade? Sie hat gerade auf jeden Fall geweint, sie nimmt es auf jeden Fall mit. Ja, sie wirkt sehr traurig, was nicht überraschend ist, weil sie ist erst 15. Okay, schauen wir mal. Letzter Kontakt mit Opfer. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Okay, neuer Ort, die Belmont High School. Gestern Nachmittag hat sie ihre Mutter zuletzt lebend gesehen. Sie sollte sie abholen von der Schule, von einem Tanzen. Kam aber nicht. Stattdessen kam ihr Vater. Das ist schon mal interessant. Ich denke, das ist ehrlich. Da guckt sie uns jetzt relativ gerade an. Ich denke, das ist die Wahrheit. Ja. And did he come and get you? Of course. Some boys offered me a ride home, but that's not the right thing to do. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and called and finally he answered. He came straight away then. Neuer Hinweis. Alibi des Ehemannes. Also ihr Vater hat sie warten lassen. Sie hat ihn sehr oft angerufen, er ist nicht hingegangen. Sehr gut finde ich, dass die Michelle anscheinend gut erzogen ist. Weil ein paar Jungs wollten sie mitnehmen, aber sie hat halt gesagt, das macht man nicht. Sie ist nicht mitgegangen, das war sehr gut. Weil, naja, 15, ne? Man weiß es ja. Manche Jungs sind nicht so toll. Er kam dann sofort, aber sie musste ihn immer wieder anrufen. Kurz die Beweise durchschauen. Will ich mir kurz durchlesen. Michelle Moller hat mehrfach in der Mordnacht vergeblich zu Hause angerufen. In der Mordnacht. Ich dachte sie hat am Nachmittag zuletzt gesehen, stimmt. Okay, das ist halt nicht gut für den Hugo, weil die Männerschuhe passen eventuell und jetzt ist das Alibi, dass er ewig nicht kam. Wie gesagt, das ist nicht gut für ihn. So, fehlende Uhr und Ringe. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, watch. I never paid much attention to that stuff. Na, das weiß ich nicht, ob ich sie ganz glauben soll. Also ja, Cole hat gemeint, ihre Mutter wurden halt Sachen gestohlen. Sie hat angeblich nirgends drauf geachtet, aber ein Ring, eine Uhr. Aber Kinder sind ja neugierig, zumindest die meisten Kinder. Ich glaube, da kriegen wir mehr Infos raus. Das zweifle ich mal an. Ansonsten fand ich Cole vorher relativ streng, oder vielleicht ein bisschen streng, weil er halt so nachgebohrt hat, ne, wegen dem Hugo. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Also wie gesagt, das zweifle ich mal an, weil dass sie angeblich nicht so ganz drauf geachtet hat, wage ich zu zweifeln. You seem reluctant to talk about her jewelry. It's a touchy subject with Daddy. He thought she wasted too much money on her appearance. Interessant. Das war für ihren Vater ein heikles Thema. Er fand, dass ihre Mutter zu viel Geld für ihr Aussehen ausgegeben hat. Hat ja auch ein bisschen so Verbindung zu Celine, weil Celine war ja auch eine sehr schöne Frau und eine Frau, die sehr begehrt war unter den Männern. War das jetzt gerade ein Beweis? Nein, ich dachte nur. Okay, Zustand der Ehe der Eltern. Da hat ja Rusty im letzten Part gemeint, dass es der Ehemann ist, also dass es der Hugo ist. Vielleicht mit Streit und so, aber mal sehen, ob sie das bestätigen kann. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Natürlich waren sie das. Weiß ich ja auch nicht, ob ich das glauben soll. Sie wirkt nämlich jetzt gerade sehr, sehr angespannt und schaut auch öfters mal weg. Wir können nicht sagen Lüge, aber auch das wage ich anzuzweifeln. Wir beim letzten Fall schon mal gesagt, keine Ehe ist immer perfekt. Das kann mir einfach keiner erzählen.
Auch das wage ich deswegen anzuzweifeln. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. Just that she would leave him if he ever did it again. He had her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Neuer Hinweis, Schmetterlingsbrosche. You should really try and help the police. Hey! What did? Daddy, the police are here. Please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. She's okay, das ist der Hugo. You can't come in here interrogating her like she's your some kind of... Your wife was found murdered this morning. Found? What? The... But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Okay, gerade eben ist der Hugo reingekommen und der war jetzt gar nicht glücklich. Der hat jetzt sofort Michelle aufs Zimmer geschickt und wollte uns anpumpen, von wegen, sie können nicht einfach reinplatzen und meine Tochter verhören. Interessanterweise stand jetzt auch nur eine von drei Fragen richtig, weil eigentlich hatte ich alle drei richtig. Naja, also er hat ihr einen goldenen Schmetterling gekauft. Der hat einmal ihre Mutter geschlagen und sie hat gedroht, wenn er es nochmal macht, verlässt sie ihn. Interessant, wenn man bedenkt, dass er davor gesagt hat, dass sie zu viel Geld für Schmuck ausgibt, muss ich sagen. Ja, und sie wirkt jetzt auch gerade relativ überrascht, dass eben Deirdre ermordet aufgefunden wurde. Schauen wir mal. Wir haben hier jetzt ein paar mehr Fragen. Schreibtogramm, Tatort, Alibi, Vermisstenmeldung und Bewegungen des Opfers. Hugo Moller hat blaue Augen, schwarze Haare und 46 Jahre alt, Ehemann des Mordopfers Deirdre Moller. Ich bin nur kurz davor gucken wegen dem Schmetterling. Genau, Schmetterlingsbrosche. Es hieß auch gerade, Deirdre hätte den dann immer getragen. Gekauft für Deirdre Moller nach Vorfall von häuslicher Gewalt. Ist übrigens ein interessantes Motiv, um einen Schmuck zu kaufen, finde ich. Aber naja. So, wie schaut er denn gerade? Ebenfalls angespannt. Please, if that's all, please just leave. Ja, ich habe aber noch keine Fragen gestellt, also war das definitiv nicht alles. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Schuhabdrücke am Tatort. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. 43, glaube ich. Und das ist schon mal gelogen, mein Lieber. Wir haben ja die Schuhe gesehen. Die waren Größe 41. Oder Größe 8. Ja, ist schon mal interessant, dass er gleich als erstes fragt, warum wir fragen. Klar, Color hat es jetzt gerade ein bisschen abgewiegelt, von wegen ist reine Routine, Ausschlussverfahren, aber das ist gleich mal gelogen. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why would I lie to you at a time like this? Warum sollte ich sie zu so einer Zeit anlügen? Eine gute Frage, mein Lieber. Arbeitsstiefel Größe 41, schon blöd, dass wir die Schuhe gesehen haben. That's funny. The work boots we found here are size 8. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Okay, also er wurde immer wegen seiner Fußgröße aufgezogen. Deswegen hat er gelogen. Aber ganz ehrlich, das ist doch im Moment kein Argument bei einem Mordfall, wie es hier ist. Rustic hat ein bisschen nachgetreten, weil er halt gemeint hat, ja, aufgezogen mit kleine Füße, kleine Schwänze. Also ganz erlaubt formuliert und Rusty hat gemeint, trifft seine Erfahrung auch zu. Ja, ist schon mal nicht gut, dass er mit einer Lüge anfängt. Auch nicht, wenn er mal damit aufgezogen wurde, weil, wie gesagt, es ist ja ein Mordfall. Er sollte mit uns zusammenarbeiten. Alibi für Hugo Moller. So, you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Und das ist wahrscheinlich ebenfalls gelogen. Ganz toll, das ist jetzt schon die zweite Lüge. Denn ja, Michelle hat ja gerade eben gesagt, sie hat ihn versucht dauernd anzurufen und er ist erst später hingegangen. Lüge. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here, were you saying I wasn't? Ja, du sagtest, du warst hier, aber scheinbar ist das nicht so, Alibi des Ehemannes. Wie gesagt, sie hat ja vergebens mehrfach angerufen. Entweder war er wirklich hier und hat es ignoriert, was ziemlich beschissen wäre, wenn man aber denkt, dass seine Tochter ist. Oder er war nicht hier und dann hat er uns belogen.
So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. Ja, ist klar. Also er war kurz weg, ist rumgefahren. So reagiert er sich ab. Ja, nur wissen wir jetzt nicht, wie lange er weg war. Und zweitens ist das eine ziemlich schwache Aussage in meinen Augen. Naja, Vermisstenmeldung. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was at a dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Ja, sie hat dich mehrfach angerufen, ne? Hatten wir schon das Thema. Also er sagt, gegen 21.30 Uhr war Deidre nicht mehr da, wie ich es gerade richtig verstanden habe. Hat sie, also, dass er quasi das erst erfahren hat, weil dann seine Tochter ihn angerufen hat und gesagt hat, dass sie halt nicht abgeholt wurde. Ehrlich gesagt, das zweifle ich gerade auch ein bisschen an. Es ist keine Lüge, da können wir ihm nichts nachweisen, aber so wie er gerade im Kopf rumzuckt, werde ich auch das anzweifeln. Did your wife ever go out by herself? To bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. Ganz schön aggressiv, der Zeitgenosse. Also er ist gerade aufgestanden. Ob wir andeuten wollen, dass seine Frau ein Flittchen ist. Und er hat uns auch gedroht von wegen, hier kann man es ja gerade schön lesen, er hat uns gedroht von wegen, es ist kein guter Zeitpunkt, seine Geduld auf die Probe zu stellen. Ganz schön aggressiv. Und ja, angeblich ging der Streit nur darum, wer Michelle abholt. Er wollte halt nicht, weil er die ganzen Tag durch gearbeitet hat. Ich weiß nicht, der Hugo ist mir gerade zutiefst unsympathisch, muss ich sagen. Und wirkt für mich hochverdächtig. Da fand ich zum Beispiel im letzten Fall den Ehemann zwar auch nicht unbedingt netter, aber zumindest ein bisschen okayer als hier den Hugo. Der verstrickt sich nämlich dauernd in Widersprüche. Ich meine, das ist jetzt die dritte Frage gewesen und zwei von drei waren gelogen. Und das mussten wir gerade anzweifeln. Also besonders clever verhält sich der Hugo gerade auf jeden Fall nicht. Jetzt hier noch mal kurz gucken. Ja, wir haben jetzt noch zwei Fragen. Einmal frühere Fälle von Gewalt und einmal Bewegung des Opfers. Bewegung des Opfers fange ich natürlich an. Your wife went to pick up Michelle? Yes, that's right. Da muss ich jetzt ganz kurz ins Notizbuch schauen. Stimmt doch gar nicht, oder? Also er hat gerade gemeint, also wäre Deidre losgefahren, um Michelle abzuholen. Aber ja, Michelle hat ja ihn öfters angerufen. Ich weiß nicht, das erscheint mir gerade ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Wir wissen vom Video am Anfang, dass die Deidre vor ihrem Auto stand und einen Schlüssel verloren hat und dann von hinten niedergeschlagen wurde. Aber hier bin ich jetzt gerade nicht sicher, ob das eine Lüge ist. Aber ja, auch hier zuckt er jetzt wieder ziemlich im Kopf rum. Hier nehme ich jetzt, glaube ich, meinen Intuitionspunkt tatsächlich. Wir haben dann immer noch drei. Ist keine Lüge. Ja, ja, weil man es nicht beweisen kann. Aber er zuckt mir hier ein bisschen oft mit dem Kopf. Ich glaube, auch das zweifle ich an, weil, wie gesagt, wenn Deidre wirklich unterwegs gewesen wäre, um Michelle abzuholen, dann ist es halt seltsam, dass keiner kam. What happened, Hugo? You got any theories? Because we're starting to like you for this. The car park by the school is kind of dark. Maybe somebody jumped her there. Did you try the parking lot? Nein, wir waren noch nicht auf dem Parkplatz, weil wir bisher noch nicht bei dem Auto waren. Ach, da ist jetzt ein X. Okay, also heute haben wir offiziell übrigens die ersten falschen Fragen. Kacke. Sorry. Ja, also, ich weiß nicht. Ja, gerade eben hat auch Cole gefragt, sie gefallen uns als Tatverdächtiger immer besser, muss ich zustimmen. Er hat halt jetzt nicht, konnte halt jetzt nicht wirklich was dazu sagen, aber leider war das falsch. Das ist blöd. Muss ich dann auch gucken im Nachhinein. Also leider hatten wir jetzt hier die ersten falschen Fragen. Tut mir leid, aber wie ihr wisst, ich bin halt nicht immer perfekt. Gut, frühere Fälle von Gewalt. Your wife was beaten and then strangled.
In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, goddammit! Natürlich ist das true. Das ist eindeutig wieder gelogen. Denn wir haben ja den Beweis mit der Schmetterlingsbrosche, dass er sehr wohl früher schon mal zugeschlagen hat. Also ja, Kolak hat gemeint, er hat kein Alibi und ist halt bekannt dafür, dass er schon Gewalt angewendet hat, weil sie ja erwürgt wurde und halt getreten. Lüge. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. Ja, stimmt. Ich weiß nichts über dich. Aber ich weiß sehr wohl, dass früher schon Gewalt vorkam. Schmetterlingsbursche. I know about the golden butterfly, Hugo. And how you bought your wife off the last time you hurt her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Niemand mag einen Geizhals, Hugo. This is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. Okay, also hier hatten wir jetzt 4 von 5 Fragen richtig. Leider habe ich hier jetzt eine verkackt. Und ja, der gute Rusty hat sich jetzt zweimal eingeschaltet. Einmal während dem Gespräch, von wegen niemand mag Geizhälse, weil jetzt auch Hugo bestätigt hat, dass es ihm eben wahnsinnig gemacht hat, wie viel Geld Deirdre für Schmuck und Aussehen ausgegeben hat. Und jetzt gerade eben. Also er wollte Hugo sofort verhaften lassen. Cole hat ihm aber jetzt noch die Chance gegeben, dass er halt zuerst seine Tochter, also Michelle, woanders unterbringt und dann zum Verhör kommt. Hat ihm aber auch gedroht, dass er sich uns nicht zum Feind machen sollte und er soll uns nicht zwingen, ihn zu suchen und nicht zwingen, die Meinung zu überdenken. Fand wahrscheinlich Rusty jetzt nicht so gut. Should go back in there and bust his ass. Ja. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective! Hallo, Nachbarin! Neues Ziel Nachbarin befragen. Ein Speicherpunkt. Rusty war, wie erwartet, nicht glücklich. Der hat nur gerade gemeint, wir sollten ihn sofort verhaften. Aber Cole hat schon recht. Wir haben keine Beweise, die mit dem Tatort in Verbindung bringen. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Ich dachte... Also, leider habe ich halt jetzt die ersten Fragen verkackt. Leider hatten wir halt jetzt einen Speicherpunkt. Bei Michelle war nur 1 von 3 richtig. Nämlich Zustand der Ehe der Eltern. Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich gar nicht, weil es davor war doch nicht falsch. Irritiert mich ein bisschen. Irgendwie, heute ist da nicht so ein guter Tag. Und bei Hugo hatten wir jetzt 1 falsch von 5. Nämlich Bewegungen des Opfers. Ja, ärgerlich. Das sind jetzt die ersten Fragen, die mir durch die Lappen gegangen sind. Sorry dafür. Ich hoffe, dass wir Nachbarin befragen. Das ist jetzt die nächste Aufgabe, die hat uns doch gerade angesprochen. Ich hoffe, dass wir trotzdem das lösen können. Jetzt haben wir noch 3 Intuitionspunkte. Einen habe ich ja jetzt benutzt für eine Antwort entfernen. So, haben wir neue Hinweise? Nee, haben wir nicht. Ja, ich verstehe das nicht, weil eigentlich dachte ich, ich hätte alles. Wir haben halt hier jetzt die Belmont High School, aber von der haben wir halt noch keinen Ort. Da müssen wir vielleicht nachhaken über einen Polizeimelder und sonst den Wohnsitz. Okay, dann gucken wir mal, was die Nachbarin zu sagen hat. Übrigens ganz toll mit Rusty, dass sie direkt auf der Straße steht. Und dann schauen wir mal weiter. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. Did you see Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Ach, okay, neue wichtige Person, Nachbarin. Also, die Nachbarin hat mitbekommen, dass es gestern einen großen Streit gab. Deirdre hat geschrien und kam nicht nach Hause. Und ja, der gute Hugo hat Beweise wahrscheinlich verschwinden lassen. Er hat irgendwas in den Verbrennungsofen getan.
ganz toll. Hugo Moller verhaften. Da geben wir ihm die Chance und der Penner macht so einen Scheiß. Und da läuft er jetzt weg. Da wollte er gerade was verbrennen. Und ja, hast schon recht, Rusty. Wir hätten ihn vielleicht gleich kriegen müssen. Zum Niederreißen. Ich probiere das mal. Da haben wir es. Und neue Errungenschaft. Schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Na, Hugo? Das ist die Chance verspielt. Neues Ziel, Verbrennungshof untersuchen. Da wollte der gerade Beweise verschwinden lassen. Eventuell die Schuhe. Und wir haben, wie gesagt, eine neue Errungenschaft. Nachbarin ist ja jetzt neue Person. 52, blaue Auge, braune Haare. Zeugin und Nachbarin der Familie Moller. Also ja, übrigens, wenn Deirdre gestern laut geschrien hat, dann nehme ich an, dass Hugo mehr als einmal zugeschlagen hat. Aber das wusste vielleicht die gute Michelle nicht. Wie gesagt, ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier die ersten Fragen verkackt haben. In den folgenden Quellen habe ich die immer nicht verkackt, aber... ja, sorry dafür. So, gucken wir mal, wir haben jetzt hier wieder Hinweismusik. Das ist für den Hugo natürlich... erst hat er uns zumindest oft belogen. Und jetzt wollte er Beweise verbrennen. Das ist ganz, ganz toll. Also, wir haben bald Level 15 übrigens erreicht. Mit den neuen Fahrzeugen. Genau, wir sollen jetzt den Verbrennungsofen untersuchen. Ja, der geht nirgendwo mehr hin. Da wollte Cole nett sein und er hat sich halt voll verkackt. So, schauen wir mal. Was wollte er denn verschwinden lassen? Ein Schuh ist da auf jeden Fall. Was für eine Überraschung. Ein blutiger Schuh. Oh ja, das würde mich interessieren, wie du das Blut erklären willst. Also, wir haben hier übrigens auch einen Größe 41 Schuh, Größe 8. Und blutig. Die wollte er verschwinden lassen. Angeblich kann er das Blut erklären. Das würde mich ja sehr interessieren, wie er das machen will. So, und tschüss. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't... someone's home and... You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncle? Call Aunt Helen, but she lives in Acresfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Ja, Michelle ist das wahre Opfer hier. Michelle ist das wahre Opfer hier, weil Michelle muss jetzt, ist jetzt alleine. Also ja, gerade eben wurde er verhaftet. Übrigens war er vorher auch sehr deutlich mit von wegen, er ist kein Mörder. Aber jetzt mit den blutigen Schuhen, das ist halt schon ziemlich krass. Schauen wir mal nochmal. Personen hatten wir jetzt nichts, Hinweise, aber auf jeden Fall die blutigen Schuhe. Wie gesagt, die waren auch Größe 41, Größe 8. Männerschuhe, genau. Größe 41 mit Blutflecken. Fundort, Wohnsitz der Mollers. War übrigens sehr clever. Er hätte das vielleicht verbrennen sollen, nachdem wir weg sind. Aber naja, für uns ein Vorteil. Wir haben jetzt hier nur noch die Belmont High School als Ort. Da müssen wir halt rausfinden, wo die ist. Und Intuition, ja wie gesagt, Waldstufe 15. So, nächste Aufgabe haben wir derzeit keine... Ja, wie gesagt, ich denke, wir brauchen jetzt einen Polizeimelder. Es hieß auch gerade, wir sollten jetzt ein paar Officers holen, die halt sich hier kümmern um die kleine Michelle. Die tut mir wirklich leid, weil die ist 15 und die ist jetzt allein. Ihr Vater ist jetzt in Haft, ihre Mutter ist tot. Die kann am wenigsten dafür. Ich will nur kurz gucken, sie kurz nochmal ansprechen. Das ist ja das Haus, ne? Ja, genau. Das war nur gerade ein Nebeneingang durch die Küche. Sie ist wahrscheinlich hier, oder? Das ist ja wahrscheinlich ihr Zimmer, ja. Wie gesagt, sie tut mir wirklich leid, weil sie kann am wenigsten dafür. I can't talk. There are things I need to do if I'm... if I have to go away for a while. Tapferes Mädchen auf jeden Fall. Also sie soll jetzt ihre Tante anrufen, aber die wohnt halt in Bakersfield. Die wohnt halt ein ganzes Stück weg. Naja, wir gehen jetzt wieder raus und wie gesagt, ich denke, wir müssen jetzt zum Polizeimelder. Wir hätten jetzt auch da ans Telefon gehen können, aber das muss ich nicht mitkriegen, finde ich. Ich nehme jetzt hier den Polizeimelder, sieht man ja gerade auf der Karte. Galloway, Homicide Division, Badge Number 564. Go ahead, Detective Unit. Did we get Ray Pinker and a technical services team to a house at 130 North Bonnie Bray Street? And send someone down from Juvenile Hall to look after a young lady. Roger, 11K. Okay, Rusty hat gerade... Got it, KGPL.
ein neues Ziel ins Leichenhaus, zurückkehren. Also Rusty hat gerade Meldung gemacht, dass das Jugendamt kommt und Spurensicherung halt hier fürs Haus. Und wir sollen ins Leichenhaus kommen. Das ist gut. Trotzdem werde ich kurz den Polizeisender benutzen, wegen dem Thema von dieser Schule. Wir haben leider keine Zeit mehr. Wir hatten aber jetzt gerade ein Save. Okay, dann benutzen wir aber nächstes Mal den Polizeimelder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tut mir leid, dass ich hier jetzt anscheinend ein paar Fragen verkackt habe. Ich weiß gar nicht warum. Ich war mir nämlich ziemlich sicher immer, dass es so, wie ich gemacht habe, richtig ist. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, galt es nicht als richtig. Also gerade bei Michelle war ja nur ein Drittel, was wir jetzt als richtig interpretiert haben. Das ist irgendwie doof. Aber naja, also beim nächsten Mal schauen wir mal wegen dem Leichenschauhaus. Und wie gesagt, ich würde gerne auch mal zu dieser Schule schauen, wegen dem Parkplatz. Weil so einen Parkplatz haben wir halt auch in dem Video am Anfang gesehen. Und genau, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Freunde. Gehabt euch wohl.